Gut. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz in Salzburg im Salzburger Presseclub. Ich bin Günter Fehlinger und ich habe eben dieses NATO-Volksbegehren eingeleitet. Es ist seit 3. August online und ich habe mittlerweile 2314 Unterschriften gesammelt. Letzte Woche war ich in Innsbruck und habe da bei den Tiroler Tageszeitungen, bei Tiroler Nachrichten, habe ich da einen Artikel bekommen. Und ich habe hier die vier wesentlichsten Sätze und die vier wesentlichsten Argumente. Österreichs Neutralität ist unmoralisch, unsolidarisch und unverantwortlich. Der NATO-Beitritt Österreichs im Juli 2023 beim Vilnius-NATO-Gipfel ist die Vollendung der Westintegration Österreichs. Österreichs Isolierung als prorussisches Land in der EU muss ein Ende haben durch den NATO-Beitritt. Und Österreichs Außenpolitik muss pro Ukraine, pro Kosovo, pro Bosnien in der NATO und in der EU werden. Die Pressekonferenz habe ich in verschiedene Teile eingeteilt. Das ist die Vorstellung des Volksbegehrens, ein Zwischenbericht über den Stand der Unterschriftensammlung in der Einleitungsphase, dann 12 Gründe für den NATO-Beitritt Österreichs und dann habe ich noch die offenen Briefe dargestellt, die ich geschrieben habe an den Bundespräsidenten, an den Landeshauptmann von Oberösterreich und an den Wirtschaftskammerpräsidenten im Zuge der Sanktionsdebatte. Meine Vorstellung, ich bin Günter Fehlinger, 54 aus Linz, Unternehmensberater. Meine berufliche Situation ist, ich bin Development Consultant und habe eben in den Ländern, die teilweise schon in der NATO sind, wie Albanien, Montenegro und Mazedonien gearbeitet und eben in Kosovo und bis zu einem gewissen Grad in Bosnien, aber weniger gearbeitet, aber mehr halt die letzten 4 Jahre in der Ukraine verbracht und dort da gearbeitet und dort auch sehr aktiv für den Ukraine-NATO- und EU-Beitritt gearbeitet. Ich gebe einen Podcast heraus, Pax Europeana, also ich bin an sich Friedensaktivist und EU-Erweiterungsaktivist und habe eben ein unabhängiges Volksbegehren. Ich bin selbst finanziert, ich bin überparteilich und habe eben das ganze Jahr im Zuge meiner Rückkehr nach Österreich eben schon publizistisch mich betätigt. In der Kurier habe ich eine Serie von Gastkommentaren zur ukrainischen Situation, also speziell Ukraine in die EU, das ist mein großes Thema. Und dann eben, dass wir ein großes Schuldenpaket brauchen, wie bei Covid, um die Kosten des Ukraine-Kriegs und der Energietransition zu lösen und gemeinsam zu tragen in Europa. Und dann habe ich gleich nach am 3. März habe ich aufgerufen zum Boykott Russlands. In der Presse habe ich eine Serie von Gastkommentaren schon gemacht, die hat 2018 begonnen, wo der Kurz nach Moskau gefahren ist, um ihn Putin zu unterstützen bei der 4. Wiederwahl. Habe zum NATO-Beitritt aufgerufen damals. Und 2019 vor der nächsten Regierung habe ich nur einmal zum NATO-Beitritt mit einem Gastkommentar aufgerufen. Und jetzt habe ich 3 Gastkommentare in der Presse gemacht zum Thema NATO-Beitritt, beginnend im Juni, warum jetzt Österreich beitreten muss und habe versucht, eine breitere Debatte loszutreten über dieses Thema. Kurz nur 2 von den Erfolgen, die ich gehabt habe. Ich war jetzt einmal eingeladen im Servus TV zu dieser Neutralitätsdiskussion im Zuge meines Volksbegehrens und letzte Woche war ich in Tirol bei Tirol Live und habe da so einen Artikel bekommen. Die inhaltlichen Punkte. Österreich wird sicherer durch den NATO-Beitritt und wir müssen durch den NATO-Beitritt selbst zu unserer Sicherheit beitragen. Es ist nicht einzusehen, warum die Slowakei und Ungarn und die osteuropäischen Staaten unsere Sicherheit bezahlen. Es ist nicht einzusehen, warum wir quasi auf der Seite stehen in dieser riesigen Konfrontation, in diesem Krieg mit Russland und wir nicht selbst die Verantwortung für uns und für Europa mit übernehmen. Dann natürlich, NATO-Standards helfen natürlich bei der Reform des Bundesheeres. Die Bundesheerreform ist gerade wieder zurückgenommen worden und wir haben ein riesiges Problem in unseren Geheimdiensten. Die werden zwar ständig wieder reformiert, aber es kommen ständig neue Skandale wieder raus, dass irgendwer mit Russland eben Geheimnisverrat begeht. Also das kann nur durch den NATO-Beitritt auf Dauer besser werden. Dann ist NATO gelebte Solidarität in der EU und in Europa. Ich erinnere immer wieder daran, 97% aller unserer Mit-EU-Bürger, und ich bin als europäischer Föderalist, sage immer, wir sind EU-Bürger, 97% aller sind in der NATO, nur 3% nicht. Wie kann das sein? Was macht uns anders? Wo sind wir anders als die Deutschen, die Italiener, die Slowaken? Das ist einfach unsolidarisch, was wir hier machen. Dann ist die NATO eben ganz normal in Europa. Wie gesagt, alle außer 4, jetzt eben Irland, Zypern und Malta, 3 Inseln mit kolonialer britischer Vergangenheit und Österreich, alle anderen sind schon Mitglied.
Und dann, ich als österreichischer Aktivist seit langem schon für EU-Mitgliedschaft und auch als europäischer Föderalist, ich bin dafür, dass eben dann die NATO, also die EU, selbst der NATO beitritt. Und das ist der entscheidende Hebel dann, wie man das in Österreich auch erreichen wird. Wir müssen immer weiter die EU und die NATO miteinander verschränken. Das ist der nächste Schritt. Dann ist natürlich NATO besonders wichtig, weil die NATO eben die Vereinigten Staaten in Europa hält. Und das ist ganz wichtig, auch in der Debatte, wer 2024 Präsident wird und so weiter. Es gibt ohne die USA kein freies Europa. Wir sehen das im Ukraine-Krieg, wie entscheidend die Vereinigten Staaten sind für die Sicherheit in Europa und wir de facto unbewaffnet sind und damit auch hilflos. Gut, ein wichtiges Argument für mich persönlich ist auch, und in der ganzen südosteuropäischen Debatte, die mir sehr am Herzen liegt, weil ich eben in Kosovo und in Bosnien und in den ganzen Ländern auch sehr aktiv bin, ist eben, dass die Serben speziell die österreichische Neutralität als Vorbild immer verwenden. Und das ist absolut unakzeptabel. Wir sollten nicht Ländern, die de facto pro-russisch sind, als Vorbild geben, dass eben dann mal der EU beitreten kann, ohne dass man vorher der NATO beitritt. Weil der NATO-Beitritt, du machst ja was mit Ländern, da wird eben die Sicherheitsstruktur, die Militärstruktur reformiert, verwestlicht. Und das ist gerade in Ländern wie Serbien ungeheuer wichtig, dass man da eben die ganzen Strukturen aufbricht, die ja gegen Europa ausgerichtet waren. Gut, die NATO hat die Ukraine gerettet 2022. Also es hat ja eine große Debatte vorgegeben, ob die NATO bedeutungslos ist, Macron, Braindead und alles, was da passiert ist. Und in Wirklichkeit ist die NATO so relevant, wie sie seit 1949 immer war. Und Österreich hat de facto ganz, also überhaupt nichts gemacht, jetzt entscheidend in der Form. Also wir haben keine Waffen geliefert, immer unter dem Denkmantel der Neutralität. Und wir haben sonst eigentlich sehr wenig gemacht für die Ukraine und das ist sehr enttäuschend. Ja. Dann natürlich können wir dann, wenn wir in der NATO sind, so wie fast alle europäischen Länder, außer den Iren und den Maltesern, die haben jetzt auch Waffen geliefert. Sogar Bulgarien, das eine relativ enge Geschichte mit Russland hat, hat sich jetzt entschlossen, Waffen zu liefern und Österreich eben nicht, obwohl wir das durchaus könnten. Ja, und dann sind Themen, die mir besonders auch wichtig ist, dieser ganze virulente Anti-Amerikanismus, der in der österreichischen politischen Elite und in der Bevölkerung immer vorherrscht, das muss bearbeitet werden. Es gibt keinen Grund so für diesen Anti-Amerikanismus. Das ist voller Verschwörungstheorien und zutiefst problematisch. Und da die ganzen pro-sowjetischen Mythen, die mit der Neutralität eben aufrechterhalten werden, das muss man alles reduzieren und besprechen. Dann weniger russischer Einfluss in unserer Politik. Es ist kein Geheimnis, dass wir immer schon seit 1955 diese starke Rolle Russlands in unserer Innenpolitik, in verschiedenen Bereichen und in der Außenpolitik und dieser Mythos des Brückenbauers, das muss man alles reduzieren und der Entwicklung einer neuen Staatsnarrative. Ich bin eben Pro-Europäer, dass man eben sagt, wir sind ein europäisches Land. Wir definieren uns nicht über die Neutralität, sondern über unsere EU-Mitgliedschaft. Und schlussendlich ist die österreichische Neutralität unmoralisch, unsolidarisch und unverantwortlich. Gut, Sie können mich immer unterbrechen, wenn Sie irgendwelche Zwischenfragen haben. Ich würde sagen, da haben wir eine Präsentation noch. Wir können das machen, wie es passt. Wie Sie wollen. Also ich gehe jetzt alle 12 Punkte durch und habe für jedes Thema quasi dann ein Slide, wo ich das durchargumentiere. Achso, Entschuldigung, ich habe gedacht, das waren schon die 12 Punkte. Ja, das waren die 12 Punkte, aber die habe ich dann noch durchargumentiert. Aber da Sie jetzt der Einzige sind, der Sie Zeit genimmt, also, möchte ich Ihnen die Möglichkeit geben, dann jeweils konkret schon Ihre Fragen. Wenn ich gleich von hinten quasi anfangen darf. Sie behaupten quasi, wir würden uns nur über die Neutralität definieren und nicht als europäisches, als pro-europäisches Land. Jetzt haben Sie da ein Beispiel für irgendjemanden, der das so macht. Naja, da ist absolut. Unsere Politik jetzt im Ukraine-Krieg ist unsolidarisch. Die ganzen Debatten, dass man die Sanktionen eben reduzieren sollte und unsere ganze Politik in Bezug auf Russland ist. Wer sagt, die Sanktionen soll man reduzieren, außer Herrn Stelzer vor der Wahl? Na, der Stelzer hat zum Beispiel das gemacht, der Wirtschaftskammerpräsident hat das gemacht. Und das ist auch unsere Politik ist, aber. Konkret ist es dann auch so, dass die Politik Österreichs bei der ganzen Sanktionenpolitik ist immer so, dass wir versuchen, die möglichst langsam umzusetzen, möglichst weit auszudehnen, möglichst viele Ausnahmen zu haben. Das Beispiel ist zum Beispiel die Gaspolitik in Österreich. Also wir könnten im Europäischen Verbund viel schneller aussteigen, wenn wir das wollen würden, aber wir sind nicht dazu bereit.
Und wir sollten aussteigen. Es ist zutiefst unmoralisch, russisches Gas zu kaufen. Nur aus Interessen, dass bei uns halt warm bleibt oder so. Wobei wir im europäischen Kontext es viel besser lösen könnten, wie die Deutschen das zum Beispiel machen. Das ist wirklich zutiefst unmoralisch. Russland zu finanzieren in den Krieg über unsere Energieeinkäufe, ist nicht akzeptabel. Wir sind immer vor der Alternativen, egal über was man diskutiert. Naja. Was ist Ihr Vorschlag? In der Energiepolitik. Zum Beispiel. Naja, wir könnten Gas gemeinsam europäisch einkaufen. Das habe ich schon vor Jahren vorgeschlagen. Das wäre viel besser als diese individuellen Verträge mit der Gazprom, die ja sehr problematisch sind, wo viel Korruption passiert, viel Kickbacks an die Politik. Das sind sehr, sehr problematische. Darüber wird ja diskutiert. Ja. Beschlossen ist das noch lange, glaube ich. Aber diskutiert wird darüber auf EU-Ebene. Wir hätten aber mal jetzt über die Vergangenheit diskutiert, schon ganz intensiv an der Energiewende arbeiten können. Aber sozusagen mit Russland in dem Sinn wahrscheinlich nichts zu tun. Na sicher. Also die Umstellung der OMV 2015. Die Energie einfach bisher sehr billig war und deswegen sie auf Deutsch gesagt keiner große Gedanken gemacht hat. Und es war natürlich bequem, das russische Gas zu nehmen einerseits. Wenn man dann draufkommt, dass man ziemlich abhängig ist, ist es halt ein böses Erwachen. Na, da gibt es schon noch andere Gründe. Was zum Beispiel, Sie haben gesprochen von pro-sowjetischen Mythen. Naja, wie man die, naja, das ist so der Staatsvertrag selbst. Die Debatte, die jetzt in den letzten Monaten unter anderem mit meiner Beteiligung stattgefunden hat, ist eben, ob die Neutralität uns aufgezwungen wurde. Natürlich wurde sie uns aufgezwungen. Es wollte 1953, 55 niemand die Neutralität in dem Sinne. Die Idee ist eben von Stalin gekommen nach dem Verlust des Koreakriegs, wo er dann eben versucht hat, Österreichs Neutralität als Testballon für die deutsche Neutralität zu platzieren. Mhm. Und wir haben dann... Das ändert ja nichts daran, dass inzwischen mehrere Generationen in Österreich sozusagen aufgewachsen sind und das zumindest das Gefühl hatten oder haben, dass man mit dieser Neutralität wahnsinnig gut gefahren ist. Das Gefühl. Ich habe es auch ungefähr gleich alt. Sie können sich sicher erinnern. Kanzler Schüssel, der das damals ja auch schon angesprochen hat, dass die Neutralität eine gewisse Verlogenheit sozusagen in sich hat. Das ändert aber nichts daran, dass man eigentlich gut gefahren ist damit. Ja? Im Wesentlichen sind wir gut gefahren durch den EU-Mitgliedschaft. Genau. Und durch den Schutz der Amerikaner. Genau, viele auch nicht vorhaben natürlich, weil wenn Sie die EU-Barometer, die Eurobarometer-Umfragen anschauen, dann sind wir immer sozusagen unter den Nationen, die sich da nicht wirklich gestern kehren dafür, aber in Wahrheit haben wir ja auch keine Alternative, weil wir eben im Gegensatz zur Schweiz kaum bilaterale Abkommen mit irgendwelchen anderen Ländern haben. Auch mit Ausnahme vielleicht jetzt mit den Russen mit Gas. Ja. Aber gut, die einzelnen Punkte, da kann man über alles diskutieren, aber was macht sie sozusagen überhaupt optimistisch, dass man diese Trägheit so überwindet in Österreich, dass man sozusagen mal über eine andere Konzeption da nachdenkt oder eine andere Ausrichtung. Also jetzt nehmen wir mal das Beispiel von Schweden und Finnland. Ich kenne beide Länder nicht gut, das muss ich zugeben, aber ich finde es absolut überraschend, dass das dort ohne irgendwelche Volksbefragungen, das ist eine reine Parlamentsentscheidung dort in beiden Ländern. Sicher haben die Umfragen das hergegeben, aber das wäre bei uns fast undenkbar. Warum ist es undenkbar? Nein, also dass das sozusagen ohne irgendein direkt demokratisches Instrument, ich meine, Sie machen das jetzt ich finde das ja gut grundsätzlich. Danke. Das ist ein bisschen einsame Aktivität. Bitte? Das ist ein bisschen einsame Aktivität, macht man nicht viele Freunde. Ist, was macht Sie optimistisch, dass das überhaupt gelingen kann? Also, es kommt jetzt die große Debatte, was mit der Ukraine passiert, ja, und das ist eh schon die ganze Zeit im Hintergrund. Jetzt werden die Ukraine ist de facto schon NATO-Mitglied, militärisch da komplett integriert in die und Teil der NATO in allen Aspekten, die entscheidend sind, außer in der politischen Integration. Jetzt kommt der Vilnius-Summit. Aber da muss ich jetzt schon sagen, also ich fühle mich auch als Europäer und ich persönlich empfinde
gibt es als eine Frechheit ersten Ranges, dass man der Ukraine quasi eine EU-Mitgliedschaft in Aussicht stellt, auf einer Basis, wo wir wissen, da ist die Türkei noch drei Jahrzehnte vorher dran und nicht die Ukraine. Oh. Also da muss ich echt sagen, das geht mir persönlich zum Beispiel komplett über die Wutschnur. Und es wird eh nicht stattfinden. Es wird ganz sicher stattfinden. Ja, es wird ganz sicher stattfinden. Irgendwann im Jahre Schnee. Aber das wird jetzt viel schneller gehen. Ich glaube nicht, dass die EU sämtliche Beitrittsregeln sozusagen überspringen wird können, nur damit die Ukraine ein verbranntes Land sozusagen da hereingeholt werden kann. Von Grenzstreitigkeiten. Ich meine, ich war selber auf Zypern bei der Volksabstimmung damals, wie das war. Und das war ja im Zuge der ganzen Osterweiterung, die sicher richtig war. War das einer der Kardinalfehler, ein Land mit einer umstrittenen Grenze überhaupt aufzunehmen? Ich meine, schauen Sie nach an, was da passiert ist. Genau nichts ist passiert. Na, Zypern hat sich sehr gut entwickelt. Ja, und was ist mit Nordzypern? Entschuldigung. Naja, das werden wir irgendwann. Das kauf, oder? Das macht nichts. Aber man kann die. Auf unsere Prinzipien nur dann herumreiten, wenn es uns wichtig ist. Nein, aber genau für unsere Prinzipien. Wir schaffen die Voraussetzungen auch für die Einheit der Insel Zypern. Und wir haben irrsinnig viel Wohlstand geschaffen. Das sind halt schwierige Probleme. Die Illusion, die manche Leute in Österreich. Die Zyprioten, ja. Die griechischen Zyprioten das abgelehnt haben. Ja, ich bin das auch in dieser Frage. Das hat man total. Also da muss ich ganz ehrlich sagen. Gut. Da hätte man vielleicht keine Volksabstimmung machen sollen. Schauen Sie noch an, was jetzt in Nordmazedonien war. Das hat fast 10 Jahre gedauert, bis die den depperten Namen geändert haben. Mhm. Was eh nicht leicht ist für eine Nation. Das war nicht leicht. Aber und war ein extrem schwieriger Prozess. Ich kann mir vorstellen, was das im Vergleich für Kinkerlitzchen sein zu dem, was da in der Ukraine jetzt passiert ist. Also da. Aber das Argument ist dann immer so, dass die Dinge besser wären, wenn man sie nicht anfassen würde. Nein, aber die wären nicht besser. Wir müssen uns mehr engagieren in Osteuropa. Zu einer Diskussion kommen. Also, Sie haben jetzt wie viel 2300 Unterschriften? Immerhin. Und 6000 brauchen Sie, oder? Naja, ich glaube, insgesamt braucht man 8200, weil das geht mit der Bevölkerungszahl 1%. Ach so, okay, gut. Okay. Und dann wird es eingeleitet. Ja, gut. Und dann müssen Sie natürlich vielleicht ein bisschen Sicherheit einbauen, wenn nicht alle akzeptiert werden, aber okay. Wie lange haben Sie da jetzt? Gibt es da eine Frist für die Sammlung? Da oben? Ja, bis Ende 2023. Bis Ende 2023. Für die Einleitungsphase. Mhm. Aber ich rechne nicht damit, dass mein Volksbegehren so eine massive Änderung der österreichischen politischen Situation bringt. Es geht kommt ums Formale. Also ums Formale. Da habe ich schon noch Zeit. Die Unterschriften, die gelten auch weiterhin, ja. Dann nicht, oder? Nein, die sind auch verifiziert. Das ist ja alles ein digitaler Prozess. Da muss man sich mit der Handysignatur registrieren. Also da sind alle gültig, weil die sind schon im Innenministerium auf der Webseite vorhanden. Und jetzt habe ich mal meine vierte Pressekonferenz. Und jetzt werde ich nach Klagenfurt fahren morgen und dann fahre ich wieder nach Tirol und Vorarlberg und mache eben so meine Runde. Ich meine, alles was Sie auch gesagt haben, unter anderem so Stichwort Balkan, das hat zumindest für mich so geklungen, als wären Sie der Meinung, dass Österreich da sozusagen zu wenig sozusagen für den Kosovo oder für andere Staaten dort eintreten würde. Also absolut. Richtig ist aus meiner Sicht. Seit vielen Jahren, also eine der wenigen Konstanten in unserer Außenpolitik, zumindest seit der Ära Schüssel, aber auch vorher schon, unter Mock war ja das auch schon, dass wir die Fürsprecher für den EU-Beitritt der Balkanstaaten sind. Und zeitweise hat es da nicht viel gegeben. Also, wie kommen Sie auf das? Naja, da bin ich, glaube ich, einer der führenden Experten zu dem Thema. Ich war der Präsident der österreichisch-kosovarischen Gesellschaft und ich habe die österreichische Balkanpolitik immer als zu sehr pro-serbisch, eigentlich, ich meine, das hat sich geändert in Wirklichkeit, bis 2013-14, ja, waren wir in Ordnung, bis 2013-14. Dann mit der Ära Kurz sind die Probleme bekommen. Dann ist immer mehr diese... Ja, da haben die Freiheitlichen halt gesehen, dass man sozusagen vielleicht das in Richtung Serbien, das war ja genau. Genau. Dann ist es ja passiert, wo dann der Vucic hat ja dann quasi die Macht übernommen in Serbien und hat dann die österreichischen Politiker immer genau erinnert, dass er die Macht hat über die serbischen Stimmen in Wien. Ja, das ist schon richtig. Und dann ist er gegangen. Dann hat es ja diese Vorfälle gegeben in Strache mit dem serbischen Gruß in Belgrad. Mhm.
Und dann geht es eben um diese Aspekte der österreichischen Innenpolitik, die dann zwischen Belgrad und Wien eben dominierend sind. Und da der Karl Nehammer ist wiederum als erster nach Belgrad gefahren. Der Karl Nehammer hat jetzt auch diese Allianz mit Orban und mit Vucic, ich spreche jetzt vielleicht, ist übertrieben von einer Allianz, aber das hat Shockwaves durch die albanischen und kosovarischen, mazedonischen, montenegrinischen, bosnischen Pro-Europäer gesendet, dass diese Form der Anbiederung an Vucic, der jetzt gerade wieder letzte Woche offen mit Krieg gedroht hat, in dieser Pro-Serbisch, wir sind grundsätzlich schon für, natürlich ist die österreichische Außenpolitik strategisch immer pro Balkan, aber da gibt es ja ganz große Unterschiede. Sind wir jetzt pro montenegrisch? Mhm. Ich bin pro Montenegro. Mhm. Der Schallenberg ist pro Serbien. Ja. Mhm. Und er sagt natürlich, wir sind da mit allen auf Äquidistanz. Aber man kann in den Konflikten, die stattfinden, in der Frage rund um Open Balkan, sollte jetzt Montenegro, Kosovo und Bosnien quasi ausgeschlossen werden aus dieser Gruppe. Da kann man nicht neutral sein. Da muss man sich als Österreich positionieren, eben für Montenegro in diesen entscheidenden Fragen, für Bosnien und für Kosovo. Das hat man nicht gemacht. Ich habe jetzt den Schallenberg, den ich wirklich einigermaßen kenne und auch schon lange verfolgt, habe jetzt nicht im Ruhe, dass er sozusagen auch explizit pro-serbisch wäre. Er ist eben neutral. Aber in den großen Konflikten, ja, die hier stattfinden. Das ist natürlich auch ein bisschen unfair, wenn man dann sagt, wenn man sich nicht klar deklariert, dass man dann das umdreht und sagt, das ist pro-serbisch. Also das finde ich jetzt auch nicht ganz lauter, aber okay, das sind ja Ihre Argumente. Das ist eine Sache. Vielleicht bin ich ja Polemizist. Ich bin ganz sicher auf der Seite der Albaner und der NATO-Länder. Meine Position ist, das wird es vielleicht auch interessieren, ich bin ganz klar für eine schnelle Aufnahme der NATO-Länder. Die NATO-Länder sind Mazedonien, Montenegro, Albanien. Diese drei Länder müssen so schnell wie möglich in die Europäische Union. Und dann muss auch der Kandidatenstatus von Serbien muss eingefroren werden. Das sage ich ja in allen serbischen und allen anderen Medien, wo ich Interviews gegeben habe. Oder, na warum? Weil Serbien in dieser Frage mit der Ukraine, die entscheidende ist für uns alle, die haben sie jetzt für Russland entschieden. Die serbische Öffentlichkeit ist mit Russland. Serbien hat den Luftraum nicht geschlossen, Serbien hat die Sanktionen nicht beigetreten, Serbien hat sie in allen diesen Fragen ganz klar pro-russisch gezeigt. Da kann man, wir müssen zurück zu der großen Frage der strategischen Orientierung der Länder. Also man ist entweder für die NATO und die EU oder man ist eben mit Russland. Und da kann man dann nicht sagen, Serbien ist der Frontrunner, was jetzt dann immer vom Johannes Hahn. Auf dem Balkan sind die Chinesen auch schon relativ stark vertreten. Chinesen sind. Das ist nur. Ja, den hat Hochtief und der American Development Fund gezahlt, ja. Und den haben sie jetzt kürzlich übernommen, ja. Der chinesische Fonds, der ist übrigens schon wieder ausgestiegen. Also in den Phasen, ich bin in all diesen Balkan-Fragen total informiert, die kann sie da gerne. Und diese ganzen chinesischen Projekte, die sind zwar vielleicht aus dem heraus, dass wir dann de facto als EU die Autobahn in Montenegro bezahlen müssen, weil die schon so hoch verschuldet sind im Zuge der EU-Annäherung. Mhm. Das ist natürlich unangenehm, wenn die Länder Sachen bauen, aber man kann schon die Frage stellen, und die stelle ich auf Twitter jeden Tag, warum nicht die EU diese Autobahn finanziert hat? Warum sind wir nicht in der Lage, die Autobahnen in Serbien und Bosnien zu bauen? Wir bauen eh ganz viele. Warum haben wir dann diese Sachen nicht angeboten? Warum haben wir den Zug nicht angeboten? Nein, weil wir zu wenig machen für die Länder in Wirklichkeit. Muss jetzt ja geändert werden. Wird da geändert werden. Mittlerweile hat die EU ja ihre Politik ein bisschen verbessert und viel mehr Geld ausgegeben jetzt auch für die südosteuropäischen Länder. Gut. Aber Sie sozusagen, wenn man jetzt das politische, das innenpolitische Parteienspektrum anschaut, haben Sie da irgendwelche Unterstützer? Naja, also. Oder gewisse Hoffnung, dass sich da irgendwas ergibt, also zum Beispiel bei den Grünen oder ich weiß es nicht. Ich habe hier die aktuellen Umfragewerte, die ich gefunden habe, nochmal reinkopiert. Da nach Parteien ist das aufgesplittert, ist jetzt vom Mai, ich habe nichts Neues gefunden. Aber es ist so, dass schon eine gewisse Unterstützung da ist, auch für NATO-Beitritte. Also sollte Österreich der NATO beitreten, 27% bei den NEOS, 18% bei den Grünen. Also ist nicht so, dass alle dagegen wären. Es gibt da schon ein gewisses öffentliches Spektrum. Ich spreche mit den Politikern, also ich twittere sehr viel. Ich habe ein sehr aktives Twitter-Profil und mache zu dem Thema jeden Tag 10 Tweets und ich tagge alle Spitzenpolitiker. Ich spreche mit einigen. Ich habe mich natürlich auf die NEOS konzentriert, weil dort die Hoffnung ist, dass dort ein Stimmungsumschwung beginnt und dann bei den Grünen und dann bei der ÖVP.
Dadurch, dass ich selbst eine Jugend- oder berufliche Vergangenheit in der ÖVP habe und dort sehr bekannt bin, versuche ich das natürlich auch in all meinen Social-Media-Kanälen zu posten. Aber Sie wissen selbst, dass der Herr Parteichef verboten hat, die Debatte. Allerdings mache ich es so. Erstens einmal habe ich alle NATO- und EU-Botschaften in Wien kontaktiert, dass das komplett unmoralisch ist, was in Österreich passiert, dass wir unsolidarisch sind und dass das zu enden hat. Ja. Und zusätzlich hoffe ich, dass natürlich Druck kommt von den anderen Politikern ja, aus Europa. Weil alle, die mir informell, da darf ich jetzt niemand zitieren, weil die natürlich alle sehr viel Angst haben. Die jungen Politiker, die ich kenne oder die ich halt aus meiner Jugend noch kenne, die sagen mir alle, Günther, du kannst mich da nicht involvieren, weil mein Parteichef, dann bin ich hin. So ist die Realität in Österreich. Man darf nicht einmal über den Beitritt diskutieren, öffentlich. Sie werden diese Umfrage? Die habe ich aus der Kronenzeitung kopiert gestern. Wie ist online also? Ja, das habe ich. Ich habe mir gedacht, weil sie kommen, habe ich das. Und das sind halt so öffentlich zugängliche Materialien. Ich habe ja kein Beinschab-Tool zur Verfügung. Also ich habe ja keine finanziellen Ressourcen, jetzt Umfragen in Auftrag zu geben. Aber ich habe insofern ganz sicher, dass jetzt auch in Irland, das habe ich hier auch schon dargestellt, da mehrere Sachen noch, die ist eh online, also... Ich gehe ja zu allen Veranstaltungen auf der Diplomatischen Akademie. Ich habe jetzt da letzten Freitag auch wieder mit der NATO-Flagge einen kurzen Auftritt gehabt. Und ich finde, es ist einfach unmoralisch, dass wir für die Ukraine nichts unternehmen. Ich schreibe sehr viel auch in internationalen Medien über das Thema. Würden Sie, ich meine, man muss natürlich schon immer den Maßstab hernehmen. Wenn wir jetzt neutral sind, und dann habe ich das. Dann können wir schlecht Waffen liefern, oder? Würden Sie sagen, wir sollen das einfach sofort fallen lassen und absolut. Absolut. Also, ich meine, das ist jetzt die größte militärische Bedrohung Europas und der größte Krieg, in dem wir de facto ja schon involviert sind, über unsere EU-Mitgliedschaft und den Mitfinanzieren. Die Ukraine braucht 5 Milliarden Euro, Dollar, ist ungefähr das Gleiche, im Monat, um aufrechtzuerhalten. Da kommen jetzt 1,5 über die EU. Und wir sind auch Mitglied, wir zahlen ja über die Peace Facility mit. Natürlich sind wir in dieser Konfrontation, in dem Krieg, was ja ein Krieg ist klarerweise, sind wir absolut engagiert. Wir sind nur aufgrund der Unehrlichkeit der österreichischen Politik und der Feigheit vor der Bevölkerung nicht bereit, diesen Status der Neutralität jetzt offiziell zu beenden. Und wir sollten zumindest in dieser Krise, genauso wie Deutschland, auch unsere, wir haben eh nur leichte Panzer, wir haben so Radpanzer, Pandur. Naja, da habe ich auch ein kleines Slide, also wir haben schon ein paar Sachen. Da gibt es eine Arbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Wirtschaft, habe ich gefunden, auf der Wirtschaftskammer. Und da ist eine Liste der österreichischen Verteidigungsindustrie. Und insgesamt sind es 2,7 Milliarden an Verteidigungsmaterialien, die in Österreich jedes Jahr produziert werden. Und die könnte man Sicherheitstechnologie, Drohnen, der Pandur, da ist das Werk von General Dynamics in Wien, das ja aus der Steier, glaube ich, kommt und das jetzt eingegliedert worden ist in diesen amerikanischen Konzern. Also wir könnten Pandurs liefern, das ist mein Slogan quasi. Aber es gibt da andere Technologiesachen, die die Ukraine genauso braucht. Und sie zu verstecken hinter dem, dass wir neutral sind. Und dann als einziges Land mittlerweile, es ist nur Irland, das ist auch neutral, und Malta. Aber sonst haben meines Wissens alle Länder zumindest irgendwas gemacht. Und das sind teilweise Länder, die viel ärmer sind als wir. Ja. Und da können wir sagen, wir sind, und wissen Sie, was mein eigentliches Argument ist, ja? Wir sind ja nicht andere Europäer als jetzt die Italiener oder Deutschen oder Slowaken oder Kroaten, Bulgaren. Wir sind genauso EU-Bürger. Wir sind moralisch nicht höhere, wir haben keine Einsicht in den Weltfrieden, die irgendwie anders wäre als die der Bulgaren. Wir sind einfach komplett unmoralisch und es ist verantwortungslos, wiederum wiederhole, der österreichischen Politik, das der Bevölkerung nicht zu erklären, weil das ist die Aufgabe. Ich verstehe natürlich, dass das unpopulär ist, dass man jetzt seit 55 andere Sachen erklärt hat und dass man die ganze Idee Österreichs so verwirrt erklärt hat die ganze Zeit, ja. Aber das ist ja ein großes Elend bei uns. Das ist ja der Grund, warum wir gegen den Freihandelsvertrag mit Amerika sind. Da gibt es ja viele Gründe, warum wir so uns so verhalten, warum wir so Ausländerfeindlichkeit sind. Weil wir immer diese Idee haben, die Insel der Seligen, die Neutralitätsstatus, wir haben der Welt irgendwo mehr Weisheit gegeben durch unseren Status. Das ist absolut falsch. Ich meine, gerade wenn man Salzburg ist, da drüben ist Deutschland. Was unterscheidet einen Menschen, der in Salzburg geboren ist, von jemandem, der in Freilassig geboren ist? Haben Sie sicher recht, aber seit 7 Jahren sind wir drüben in Grenzkontrollen. Fahren Sie mal mit dem Flugfahrzeug nach Nord, das macht super Spaß. Ja. Ist total ungerecht.
War ich aber auf Twitter schon ganz oft gegen Herrn Söder aktiv. Und sag mal, also, es gibt viele Punkte, wo man sich dann trotzdem fragt. Wir haben die letzten 10 Jahre eine sehr uneuropäische Phase aus verschiedenen Gründen gehabt. Also wir waren wirklich diese Grenzkontrollen, dann die, als Konsequenz der Flüchtlingskrise. Das muss jetzt alles wieder geändert werden. Wir müssen zurück nach Europa. Wir müssen auch die Rumänen und die Bulgaren in Schengen aufnehmen. Grenzkontrollen sind deutsche Grenzkontrollen. Ja, ist komplett ungerecht. Aber vielleicht würde sich aber da was ändern. Vielleicht könnte man auch mit den Deutschen reden und sagen, Österreich tritt der NATO bei, ihr hebt die Grenzkontrollen auf und wir benehmen uns alle wieder als echte Europäer. Ja, okay, also Sie können sich eigentlich sagen, wie viele Unterschriften aus Salzburg da schon sind von den 2300? Da habe ich jetzt nicht nachgeschaut am Tool, ja, da könnt ihr die noch nachschauen. Ich meine, es ist natürlich der eigentliche Schritt für jemanden, der ein Volksbegehren macht, ist natürlich, dass er überhaupt einmal informiert, die breitere Bevölkerung. Also mir ist jetzt erst mein erster Durchbruch, wenn man so diesen militärischen Term verwenden muss, war jetzt in Tirol, dass ich es geschafft habe, in der Tiroler Tageszeitung einmal drinnen zu sein. Letzte Woche. Und wenn jetzt in den Salzburger Nachrichten auch zumindest erwähnt werden würde, dass es gibt, ja, weil Sie sehen ja die Liste der Volksbegehren, es gibt ja 4 gegen die NATO. Also, und es gibt nur 1 für die NATO und es gibt insgesamt, glaube ich, 35 Volksbegehren aktuell, die in der Einleitungsphase. Das stimmt natürlich, ja. Und was 4 laufen derzeit gegen die NATO? Ja, ja, ja. Also für die Neutralität, dann gibt es das Bruno-Kreisky-Volksbegehren und die, mir ist erst in der Tirol gelungen und einmal was in der Presse erwähnt, dass es auch das NATO-Volksbegehren gibt und die war eben im Servus TV einmal eingeladen, da habe ich es erwähnen können. Aber das sind 4 andere sozusagen. Sie werden sich das ja angeschaut haben, die Initiatoren. Das steht nicht auf der Seite vom Bundesministerium, steht nicht drauf, wer das initiiert hat. Ja, aber wer der Terminus genau heißt, also wer der Einreicher ist, beziehungsweise der Bevollmächtigte, das muss ja da eigentlich dabei stehen, oder? Weil wenn Sie das anstreben, dann müssen Sie das ja auch bekannt geben, oder? Ja, ja, das ist, muss man ja unterschreiben und so, aber das steht auf der Webseite, glaube ich, nicht drauf. Also das weiß ich jetzt, müsst ihr die kurz nachschauen. Ich habe nur einen Zugangscode vom Innenministerium, wo ich meine eigenen Unterschriften sehe. Das schaue ich jeden Tag nach und freue mich jeden Tag, wenn ich unterschreibe. Auf der Seite des BMI sind die laufenden Volksbegehren, für die Unterschriften gesammelt werden, sozusagen, also um die Eintragungswoche zu erreichen. Das ist ja die Vorstufe praktisch. Ja, genau, aber da steht die Namen nicht. Aber ich war beim Nationalfeiertags Empfang, dort also am Heldenplatz war ich dabei und da habe ich gesehen, dass da gibt es mehrere linke Gruppen, das sind hauptsächlich linke Gruppen, die da gegen Neutralität, also für Neutralität demonstrieren und die FPÖ natürlich. Wenn man jetzt sieht die Bundespräsidentschaftswahl, unsere jüngste bundesweite Wahl war, da wurde das Thema eigentlich eine große Rolle gespielt, oder? Ja, zu meinem großen Bedauern. Ja, das stimmt. Aber es ist leider auch nicht wirklich überraschend. Also, es gibt aber einige gute Schritte, die da in diesem Slide hier, es ist in der breiteren Öffentlichkeit vielleicht noch nicht so bekannt worden, aber es ist ganz interessant, dass man zum ersten Mal eben jetzt mit einer amerikanischen, die Bundesstaaten haben so National Guards, das sind so das Milizsystem, ja. Und die schließen dann Partnerschaften ab mit südosteuropäischen Staaten. Das ist ein wichtiger Schritt. Also das würde ich sagen, das hat in den Ländern, wo ich bisher gearbeitet habe, in Kosovo und da ist Ohio, Iowa ist für Kosovo und jedes südosteuropäische Land und osteuropäisches Land hat eben so ein Partner National Guard. Das ist immer der erste Schritt der militärischen Kooperation und das ist ein sehr wichtiger Schritt. Da zeigt sie, dass natürlich wir vom außenpolitischen, verteidigungspolitischen Establishment schon den großen Schritt weg von der Neutralität eigentlich begonnen haben. Und dann ist auch so, das ist ein anderer wichtiger Schritt, NATO hat ja nie... Sie sehen es so als Zeichen sozusagen, dass man eigentlich, diese Überschrift ist ja von Ihnen gewählt, ja. Nein. Am Weg in die NATO. Ja, das ist von mir, ja. Das sehe ich mal so. Nein, ich glaube, ich habe das schon in Erinnerung, die Kronenzeit war da dabei sogar. Ja. Und ich habe mich damals ehrlich gesagt gefragt, ja, was soll das jetzt sein? Und dann haben wir eine Strategic Partnership, United States of America. Ja.
Das ist abgeschlossen worden und dann haben wir auch noch der NATO erlaubt, und das hat ja alles der Schallenberg gemacht, also muss ich mal positiv sagen, dass die NATO Office in Wien eröffnet, weil das auch für die NATO interessant ist, dass man da eben die internationalen Organisationen abdeckt, und das ist auch ein weiterer klarer. Das war Liaison Office war am 10. Mai 21. Das war ganz offiziell signed. Und dann ist diese 3. März war dann die diese Strategic Partnership, und jetzt eben am 19. Juli 22 war die Vermont. Ja, genau. Also so fängt normalerweise NATO-Integration an. Das heißt, sozusagen auf einer untergeordneten Ebene gibt es gewisse Schritte, die Richtung deuten, oder? Also das sehen Sie schon auch. Also ich glaube, dass jeder Politiker in Österreich weiß, dass das ein großes Problem ist, dass wir nicht in der NATO sind. Und dass alle Politiker in Europa, im Europäischen Rat, im Europäischen Parlament, die Österreicher jetzt angesprochen haben, da gibt es auch diesen großen Staatsbesuch von Karl Nehammer in Prag, wo die tschechische Presse auch ganz aufgeregt war, ob jetzt Österreich auch der NATO beitreten wird, und er hat es dort niedergeschmettert. Ja. Also im Mai war das. Den habe ich jetzt nicht in meiner Präsentation, aber das sind schon die Erwartungshaltungen in unseren Nachbarländern. Die tschechische Presse bzw. die tschechische Regierung war eigentlich in Erwartung von mehr sozusagen da. Wir sind, und das vielleicht auch noch zu der Debatte, was ich auf Twitter natürlich, ich bin ja mit den ganzen osteuropäischen Experten da vernetzt, die sich auch sehr wortmeln, also die Enttäuschung über die österreichische Ukraine und Außenpolitik und dass wir eben nicht den Wandel zur NATO vollzogen haben 2022, wird darauf zurückgeführt, dass wir ein pro-russisches Land sind, wo unsere Elite eben durch Russland dominiert wird und die Links nach wie vor funktionieren. Und jetzt sage ich es da hier auf Kamera, der Grund, warum Finnland eben den Wandel so schnell vollzogen hat, der sie ja auch überrascht hat in meinem Eingangsstatement, ist der. Ich war ja Jugendchef der ÖVP quasi von der Aktionsgemeinschaft meiner Studenten und nachher von den EVP-Studenten 96 bis 98 war ich der Präsident in Europa-Level. Und wir waren ja alle schon für die NATO und der Schüssel war für die NATO und der Niinistö war für die NATO, der Präsident von Finnland, der war ja schon damals Chef der konservativen Partei. Und in diesen Ländern, die Moderaten, also die EVP-Schwesterparteien, die haben ja quasi die NATO-Kampagne immer weiter, die haben die ganze Zeit pro NATO gesagt, ja. Und jetzt, wo dann die Gelegenheit da war, weil der Stimmungsumschwung da war, waren eben das konservative Establishment von Schweden und Finnland bereit, diese Debatte zu führen. Und die Sozialdemokraten und Zentrumsparteien von Finnland haben dann eben zustimmen müssen, mehr oder weniger, weil die Bevölkerung und die Lage sich geändert hat. Der Unterschied zu Österreich ist eben, dass der Schüssel 2006 nach seinem Machtverlust, ist er eben mit Russland immer mehr liiert worden und hat eben diese ganzen Ostgeschäfte über OMV und Raiffeisen dann eben dominiert und federführend mit dem Putin eben abgewickelt und ist derjenige, der verhindert hat, dass eben ab 2006 dann diese Politik der Pro-NATO-Politik der konservativen Partei fortgesetzt worden ist. Und das ist auch heute noch der Grund im Hintergrund, warum der Nehammer da jetzt nach Moskau gefahren ist. Und das war ein großer Skandal und das hat uns natürlich in dieser Phase irrsinnig geschadet. Der einzige westliche Regierungschef, und da ist ja die Schüsselshandschrift deutlich zu sehen, der einzige westliche Regierungschef, der 2018 vor der Wiederwahl von Putin, ich erinnere 2018, im 1. März ist der Putin wiedergewählt worden. Sie erinnern sich, viertes Mal, schon unter sehr schwierigen Umständen, im Krieg und allem. Der Kurz ist extra in den Kreml gefahren, am 28. Februar war es, um eben da in Putin mit dem neuen Gesicht, der neue junge Premierminister, total populär in der Weltpresse, hat eben da diesen de facto Endorsement Visit, wie es auf Englisch heißt, also es war nichts anderes als ein Unterstützungsvisit für einen Putin. Und der zweite große Skandal ist dann Karl Nehammer, der als einziger sich hergibt, als EU-Regierungschef, dann im April, ist er hingefahren und wer hat diesen Termin gemacht? Ja, natürlich wird das der Wolfgang Schüssel gemacht werden. Wer in Österreich wäre sonst so mächtig, so einen Termin zu machen? Das war nicht der offizielle österreichische bilaterale Außenpolitik. Sie meinen sozusagen, diese Sachen sind eigentlich durch einen Kurswechsel von Schüssel nach wie vor erklärbar. Ja, absolut. Das ist der einzige Grund und das ist auch der Grund, wo der Unterschied liegt. Weil wenn das konservative Establishment, christdemokratische Establishment in der Sicherheitspolitik eben genauso wie die Konservativen in Finnland und Schweden auf NATO-Linie geblieben wäre, hätte man jetzt zumindest einen wesentlichen Teil der politischen Kräfte Österreichs, dann würden dann die Neos wahrscheinlich auch für die NATO sein, wenn die ÖVP wäre, weil dann wäre ein ganz anderes politisches Klima.
Aber wir haben uns anders entschieden. Und da liegt schon wieder an den Ölgeschäften. Es ist diese große, und den Gasgeschäften natürlich, ja, diese große Rolle ab 2015 speziell, der Zug nach Russland, die Intensivierung unserer Energieabhängigkeit, die ja mit 2015 nur mal um 30% zugenommen hat. Und das war, da gibt es ja diese Reuss-Interviews vom Untersuchungsausschuss, das haben Sie sicher mitverfolgt, wie er genau beschreibt, wie er gesagt hat, machen wir mehr mit Norwegen und Rumänien. Und politisch ist es dann festgelegt worden, dass man eben weniger mit Rumänien und Norwegen macht. Ich erinnere, Norwegen ist NATO-Mitglied und Rumänien auch, sondern dass man mehr mit Russland machen. Und das war ein großer strategischer Fehler, wie jetzt mittlerweile sogar die deutsche Sozialdemokratie zugibt, dass das ein großer Fehler war, die ja in Wirklichkeit die Federführenden dahinter waren. Ja. Die mit Schröder und mit all den anderen, Sigmar Gabriel und allen diesen Entscheidungsträgern, die diese Sachen auch in Deutschland so durchgeführt haben. Und natürlich die Beteiligung der ÖMV an Nord Stream 2 ist ja nicht von ungefähr gekommen, sondern aus genau diesen gleichen Ansprechpartnern. Ich erinnere, dass der Schüssel auch im Aufsichtsrat von RWE lange gesessen ist und dann bei Lukoil und nur unter massivem Druck der Öffentlichkeit und von Erhard Busseck, Gott bless him, eben zurückgetreten ist im letzten Moment, wo es gar nicht mehr gegangen ist. Nachdem aber immerhin noch vor Schröder sozusagen, oder? Ja, der Schüssel ist ein viel klügerer Mann als der Schröder, der sich ja in der Weltpresse jetzt so exponiert hat und quasi das Symbol ist für deutsche Korruption mit Russland. Der Schüssel ist in Österreich wird das nicht thematisiert aus irgendeinem Grund, aber es ist zutiefst problematisch. Und der Grund, warum eben diese Debatte hier nicht stattfindet, ist eben, dass da gibt es eben, wer könnte sie führen? Ja? Die Neos. Aber hier zu reden, also ja. Das ist ja hochspannend, also so wie das Ericsson noch nicht betrachtet, also so eine gewisse Plausibilität, so wie Sie es vortragen. Es würde aber irgendwie heißen, dass immer noch der Schüssel im Hintergrund da die Strippen zieht in der ÖVP, aber okay, gut. Das ist jetzt eh bald zu Ende, dadurch, dass Thomas Schmidt und Sebastian Kurz, das sind quasi seine beiden Machtinstrumente jetzt gewesen, und die scheitern total und irgendwann werden da andere Eliten in der ÖVP sagen, dass diese enge Kontrolle nicht mehr akzeptabel ist. Ja, gut. Das ist jetzt der übernächste Schritt. Aber sozusagen, wenn man jetzt bei Ihrem Anliegen bleibt, es wird ja eigentlich unrealistisch sein, dass Sie das so wie wir jetzt da, oder wie Sie es mir gegenüber gesagt haben, dass Sie das in der Öffentlichkeit so argumentieren können, oder? Naja. Also, jetzt habe ich es schon mehr oder weniger. Na, ich sage es ja auf meiner YouTube-Seite auch genauso. Also ich habe einen YouTube-Kanal, da sage ich das eh schon die ganze Zeit, aber das hat natürlich noch keine Breitenwirkung in dem Sinne. Aber der zweite Schritt oder die nächste Frage über den nächsten Schritt wäre dann, würden Sie dem Nehammer das zutrauen, wenn jetzt quasi dieser Einfluss von Schüssel und Co. da irgendwie doch irgendwann aufhört? Ich glaube nicht. Also ich habe einen Artikel geschrieben, einen offenen Brief habe ich schon länger Zeit geschrieben vor im Frühjahr, dass das NATO-Thema das eigentliche Rettungsthema für die ÖVP ist. Ja? Weil die ÖVP natürlich im Korruptionssumpf, der jetzt da aufkommt, ja, dass man sich dadurch Meinungsdominanz erkaufen könnte, wenn man jetzt dieses kontroversielle Thema stärker dominiert und damit alles überdeckt. Weil das würde die innenpolitische Debatte sicher massiv dominieren, wenn der Kanzler für die NATO wäre. Aber er hat sich nicht dafür entschieden. Und weil es ein Schicksal ist, das will ich jetzt nicht spekulieren, weil ich da, aber ich rechne nicht damit, dass er nächstes Jahr im Sommer noch Kanzler sein wird. Da wird da wieder ein weiterer Wechsel passieren. Und das war zuerst einmal, glaube ich, die Wahl in Niederösterreich. Genau. Die wird nicht so erfolgreich werden und dann wird man sehen, ob man noch durchhält oder. Natürlich, also in der ÖVP, innerparteilich sozusagen, glaube ich, wird es darauf ankommen, ob jetzt die Niki Leitner tatsächlich ein bisschen besser abschneidet. Aber ich glaube, es wird so oder so nichts ändern an dem Machtanspruch der niederösterreichischen ÖVP und an der hängt der Wiener Nehammer interessanterweise drauf. Er ist ja von Michael Leitners Gnadenkanzler. Und ich habe mich damals dagegen ausgesprochen, aber die Oberösterreicher hatten da kein Interesse irgendwie. Und er ist ja eben der Mann der Niederösterreicher und daran steht und fällt sein Machtanspruch. Die Debatte wird sich insofern ändern, weil es kommt jetzt auch zum Wechsel in der irischen Politik zwischen den beiden Fine Gael und Fine Gael Parteien. Also die haben so ein Macht-Sharing-Agreement, wo jetzt dann der Vardakar kommt im Dezember. Und grundsätzlich ist es so, dass die öffentliche Meinung in Irland auch für die NATO ist. Und das ist schon ein entscheidender Punkt wieder. Glauben Sie, dass sich das dann auswirkt in der Regierungspolitik? Ich habe das echt nicht so am Radar. Aber jetzt ist es so.
Ich kann auch nur, das weiß ich nicht hundertprozentig, ob die dann gleich den Antrag stellen werden, aber was ich erzählt bekommen habe, ja, ist also folgendes. Die zweite Hälfte sozusagen von diesem Regierungsübereinkommen ist jetzt dann ab Dezember, oder? Ja, genau. Und dann kommt der neue, das ist ja der Martin Premierminister, und dann kommt der Wadakar wieder, der eher liberalere. Und dass der die, war ja schon mal, oder? Der war schon, ja, genau. Und ich denke schon, dass die Briten und die Amerikaner interessiert sind, jedes weitere Land, und es ist ja nicht mehr so ein strategischer Sicherheitsgewinn, weil der richtige strategische Sicherheitsgewinn für die NATO war die Norderweiterung. Die Norderweiterung war wirklich wichtig, ja, dadurch, dass das ja, richtig groß ist. Ja, na jetzt gerade, ja, also Österreich macht jetzt nicht so einen strategischen Unterschied, es macht nur den Unterschied, der ist schon ein bisschen wichtig, das sind die Überflugsrechte und die Transitrechte. Die sind schon entscheidend, weil jetzt haben wir gerade wieder den großen Transport von Slowenien in die Ukraine gehabt, durch Österreich, war eh in den Medien, aber es ist auch das Überflugsproblematik, die immer da ist, weil ich erinnere, das habe ich jetzt nicht ausgeführt, aber der Grund, warum im Endeffekt dieses große Interesse an diesem neutralen Gürtel war und diesem neutralen Block, ist ja immer, dass der Luftraum und die Verbindungswege zwischen den NATO- und amerikanischen Alliierten Westdeutschland und Italien blockiert ist durch die Schweiz und Österreich. Ja. Das war ja der Grund, warum die Sowjetunion so interessiert war, dass da eben Schwierigkeiten und Logistikprobleme bestehen. Und das ist ja der eigentliche Grund für die österreichische Neutralität und warum die so wichtig war für die Sowjetunion damals. Ja. Und das ist insofern, also wir machen jetzt nicht mehr so einen strategischen Unterschied aus wie die Norderweiterung, aber es hat schon ein bisschen einen zusätzlichen strategischen Zweck. Ja. Es ist auch für uns viel besser, weil man dann zum Beispiel keine, nicht nur selbst Flugzeuge kaufen, sondern eingebunden in zum Beispiel ein zentraleuropäisches Flugkommando der NATO dann unseren Luftraum gemeinsam bewachen können, was ja ökonomisch und militärisch viel einfacher ist, weil es sind lauter kleine Länder hier in Zentraleuropa. Das ist einfach. Aber wie auch immer, die Debatte über die NATO kommt weiter ins Rollen, je mehr Länder beitreten. Und ich habe erwähnt, die öffentliche Meinung in Irland ist in Bewegung. Und was die Frau Tanner möchte, im Gegensatz zu mir, und da kritisiere ich sie ja, und da habe ich ja in Malta habe ich veröffentlicht, in dieser englischsprachigen Zeitung, Malta, Austria and Ireland United in NATO. Und sie hat dann geantwortet mit ihrem Event auf der Politischen Akademie, wo sie gesagt hat, dass eben Malta und Österreich eine Allianz bilden werden der Neutralen in der EU. Und sie hat sich ja bemüht um Zypern. Und dieses Zypern ist ja nicht neutral, sondern bündnisfrei, weil die Zyprioten würden ja sowieso gerne in die NATO beitreten, ja, wann sie könnten. Haben wir britische Stützpunkte auf der Insel. Das ist ja riesige. Zu sagen, die sind neutral. Eben. Und die haben sogar die ganz wichtige zentrale britische und amerikanische Flotten. Und und der Hintergrund ist natürlich, wann sie könnten, ja, würden sie sowieso in die NATO können. Aber der Erdogan hat immer klar gesagt, dass er das nicht erlauben wird. Also da hängt es ja immer. Er wird es blockieren, weil er es kann. Ja. Genau. Strategisch wäre es wurscht, natürlich. Für ihn natürlich nicht, aber für die ganze NATO wäre es. Bei Zypern bin ich eben dafür, dass man ein föderales Zypern in einer NATO und die Wiedervereinigung, das ist jetzt auch, sehe ich so die Lösung der Zypern. Wenn die EU versendet hat, das wird dann die NATO nicht. Nee, wir sind ja die gleichen. Ich bin eben, und das wird ja mein eigener Hebel sein, wie man das in Österreich lösen kann. Und das ist dann die Debatte über den EU-Beitritt der NATO. Und da gibt es ja ganz wesentliche Entwicklungen, die schon stattfinden. Weil seitdem die Ursula von der Leyen und der Stoltenberg. Da bin ich dafür, ja. Das ist der nächste große Schritt zur. Sie meinen, dass das Verteidigungsbündnis als Rechtspersönlichkeit sozusagen der EU beitritt? Nein, dass die EU der NATO beitritt. Also, ach so. Also wir als Staat, die Staatswertung Europas, dadurch, dass die Ukraine auch dazu kommt, die Western Balkanstaaten, wir werden sowieso mehr in die Richtung Vereinigte Staaten von Europa gehen. Und dann wird sich und sozusagen das Problem mit einer europäischen Armee sozusagen von selbst lösen. Eben, dass wir, es sind ja die Vereinigten Staaten von Amerika in der NATO. Es steht nichts entgegen. Da gibt es natürlich in der NATO, sagen die, dass internationale Organisationen nicht Mitglied werden können. Das weiß ich. Es ist die Frage, ist die EU eine internationale Organisation oder ist sie eine Union von Staaten? Und als Staatsunion, so wie die Vereinigten Staaten ja grundsätzlich einmal waren, die sind dann Staat worden in ihrer Verfassungsgeschichte, ist die Frage, wie weit entwickeln wir uns? Also da bin ich nicht der größte Experte dafür, das will ich nicht behaupten. Okay, gut, das ist natürlich das ist in fernerer Zukunft. Aber nein, ich möchte im Wahlkampf, im Europawahlkampf 2024, werde ich versuchen, das zu thematisieren. Und da
tweete ich jeden Tag darüber. Da habe ich noch nicht die große Überzeugung, aber ich glaube, die Logik ist... Das heißt, die nächste Parlamentswahl, 24 ist die nächste Parlamentswahl und ich hoffe, dass eine tweete an die großen Föderalisten von der ALDE und an die ÖVP, an den... Und ich versuche halt dieses Thema medial jetzt vorzubereiten. Genau, ja. Jetzt das mit dem EU, also dass die EU der NATO beitritt. Ja, genau. Und das ist nicht nur Fantasie von mir, sondern Folgendes ist passiert. Es hat noch nie ein Meeting gegeben vom Generalsekretär der NATO mit dem College der Kommissare. Das war immer so, dass das Verhältnis der NATO und der EU in Brüssel sehr angespannt war und schwierig war. Ja? Weil einfach sehr viele Neutrale in der EU waren und die Franzosen und so weiter. Das war schwierig. Aber seitdem die von der Leyen, die ja eigentlich Generalsekretärin der NATO hätte werden sollen, das war ja eigentlich ihr Karrierewunsch und ihr Plan und das war eigentlich schon ausbaldobert. Und sie ist über die Intervention von Macron 2019 ist sie Kommissionspräsidentin geworden und sie hat ihren ganzen Background als Verteidigungsministerin in Deutschland. Und sie ist viel offenerer gewesen und durch den Ukraine-Krieg hat sich das jetzt alles sowieso total verändert, weil die EU de facto die Ukraine finanziert, während die NATO sie militärisch versorgt. Also dementsprechend hat sich jetzt schon alles geändert. Und es hat jetzt dieses große erste Meeting gegeben. Es hat so eine Art, das weiß ich jetzt rechtlich auch nicht genau, wie der Vertrag, aber es hat so eine Art Kooperationsabkommen gegeben zwischen EU und NATO. Also so. Ja, genau, das ist im Kopf. Also, wenn ich sage jetzt der nächste große Schritt, ich will erklären, woher ich komme. Ich bin an sich in meinem Denken europäischer Föderalist. Also ich bin für die gemeinsame europäische Staatlichkeit. Und die Bündnisfähigkeit der EU ist natürlich das Zeichen der Staatlichkeit. Also es ist genau in meinem Sinne, das zu fordern. Nicht nur, weil wir dann quasi wichtiger sind, weil die NATO europäischer wird. Und auch die Debatte in Deutschland, wenn Sie mitverfolgen, die deutsche Verteidigungsdebatte, die geht dauernd in die Richtung mehr Verantwortung, mehr Stärke, 100 Milliarden mehr, Zeitenwende. Wie kommt man dazu? Wie kann die NATO europäischer werden? Und das ist eben durch den EU-Beitritt der NATO, weil wir haben ja schon, das passiert ja heute auch schon, dass die, europäischen das Länder... Naja. Ich muss ja nur einen Aspekt kurz fragen. Ja, bitte. Wir haben ja diese, wie soll ich sagen, die Haltung der Österreicher oder ganz vieler Österreicher gegen Europa und so, die ist ja ziemlich manifest. Also manchmal fragt man sich ja, dass wir das damals geschafft haben, da überhaupt beizutreten, wäre ja Wunder. Aber wenn man das jetzt gegenüberstellt sozusagen, wie soll man das überhaupt schaffen, in Österreich sozusagen auf der einen Seite das, was Sie als verlogen und unsolidarisch etc. bezeichnen, nämlich die Neutralität, in der sich aber alle irgendwie wohlig eingerichtet haben da im Land, oder die meisten, wie soll sich das ändern, wenn Sie gleichzeitig sozusagen die pro-europäische Haltung nicht stärker durchsetzt, weil offensichtlich immer vielen noch nicht klar genug ist, wie viel Punkte eigentlich von dem Ganzen profitiert haben. Ja? Also technisch gesehen ist mein Argument das, es braucht keine Volksabstimmung, das ist unnötig, das hat es in Mazedonien, in Montenegro auch nicht gegeben, in beiden Ländern, also speziell in Montenegro, war auch nicht die Mehrheit der Bevölkerung dafür und das hat man in Finnland und Schweden auch nicht getestet mit einem Referendum, also der Beitritt zu Verteidigungs- und Allianzen ist nicht abstimmungspflichtig in dem Sinne, sondern das... Es wäre sozusagen zwei Drittel Mehrheit notwendig natürlich. Genau. Vier Parteien müssen das Neutralitätsgesetz abschaffen. Am 26. Oktober 1955 ist das Gesetz eben. Und dazu braucht es eine Verfassungsmehrheit. Mein Aufruf, hallo, an die vier Parteien, ÖVP, NEOS, SPÖ und die Grünen, das Neutralitätsgesetz abzuschaffen und den NATO-Beitritt zu vollziehen. Die FPÖ ist die Partei Putins, die wird da nie zustimmen. Und ich weiß natürlich, dass einer der Gründe, warum die ganzen Politiker die Debatte nicht wollen, ist, weil sie Angst haben, das ein neues Wahlkampfthema für die FPÖ zu machen. Und da sage ich dazu, man soll sie aber nicht von der FPÖ so definieren lassen, dass wir alles Richtige nicht machen, nur weil es die FPÖ kritisieren könnte. Weil wir erlauben der FPÖ Mediendominanz und Themendominanz.
Und also damit haben wir immer. Florian Kickl, soll man nicht sozusagen das Wohl Österreichs vergessen. Ja, und eben unsere gemeinsame europäische Situation. Ja. Und der Grund, warum wir, das machen wir ja seit 20 Jahren, dass wir immer vor der FPÖ davonlaufen, und dann wird es immer schlimmer. Ja, seit Haider in Wirklichkeit. Weil niemand offensiv gegen ihn argumentiert und sie nicht traut. Ja. Und dann sagt man, ja, vielleicht haben sie da recht, ja, mit irgendwie. Und diese Defensivität führt immer weiter zur Themendominanz und zum antieuropäischen Meinungsklima. Weil wir haben ja das quasi legitimiert durch unsere Schwäche in der Argumentation. Und dadurch haben die jetzt wieder 26%. Das war übrigens auch ein großer Fehler, das Migrationsthema von der ÖVP so zu dominieren, wieder so zu setzen mit der ganzen Zeltdebatte. Weil das hat nur der FPÖ die 26% gebraucht. Ja, das ist ein eigenes Kapitel, da kann man sich anschauen, was da los ist. Ja, das war ein großer strategischer Fehler, dieses Verlassen. Und die ÖVP ist ja mittlerweile nur mehr sehr begrenzt, eine pro-europäische Partei, in ihren Aussagen. Vielleicht im Wertekern und im Denken und im Selbstverständnis schon noch. Aber in dem, was jetzt gemacht wird, ist es leider nicht mehr so, wie es früher war. Und die Strategen setzen da eben auf diese Kopie des Trumpismus und des Orbanismus. Und das fördert im Endeffekt ein Meinungsklima, das dann erst recht wieder uns schadet. Also uns sage ich jetzt nicht, ich bin jetzt nicht bei der ÖVP, aber ich bin schon noch im weitesten. Also ja, ich habe mich nicht so verändert politisch. Also, ja, also das Migrationsthema ist ja ein Musterbeispiel. Das ist nicht dafür, dass wenn es ernst wird oder wenn es enger wird, dann schaut jeder auf sich selber und sagt man zwar und hofft man zwar, dass das auf EU-Ebene geregelt wird, aber da wird ja nicht einmal die Anziehung, aus meiner Sicht, könnte man einen gerechten Schlüssel finden, nicht einmal die Verteilung der Flüchtlinge wird realisiert. Und da sind komischerweise wir Österreicher jetzt auch inzwischen dagegen. Ich verstehe das sowieso schon. Das kann man eben nicht verstehen, und ja, das sind diese inkonsistenten Politikansätze, die führen dann eben zu antieuropäischem Meinungsklima. Und dann beschwert man sich wieder, dass man zum Beispiel den NATO-Beitritt nicht machen kann, weil die Österreicher gegen die EU sowieso sind und dann wären sie mehr gegen die EU und so weiter. Aber wenn man eben nicht ernsthaft diskutiert, wenn man zum Beispiel dieses Verteidigungsthema, das ist ja nur eins von den Themen, aber das Erweiterungsthema, die Migrationsdebatte eben unehrlich führt, dann können ja die Bevölkerung, die kann da nicht folgen. Ja? Und die zieht sich dann immer mehr in so einen insularen Reflex zurück, als ob wir nicht wirklich Mitglied wären. Und eines Tages, und das ist die große Gefahr, die ich auch sehe, wann dann wirklich die EU und NATO sich immer weiter annähern, dadurch, dass die Mitgliedschaft fast deckungsgleich ist, bis auf einige also sehr periphere Inseln, ja, dann werden wir immer weiter isoliert. Und dann kommt der Reflex wieder, ah ja, die EU will uns nicht, die EU ist eh gleich NATO, aha, dann steigt wieder dieses Antieuropäische in Österreich. Weil wir es nicht vorbereitet haben, weil wir von Entwicklungen überrascht sind und weil wir immer weiter isoliert und de facto bedeutungslos werden in der Europäischen Union, weil moralisch gesehen können wir mit unserer Performance im Ukraine-Krieg in Estland und in Polen, das, ja, ich meine, da kann man diesem Jakob Janda zum Beispiel folgen, diesen tschechischen Think Tank-Typen, der halt von allen, der beschimpft das sogar die Deutschen so als quasi nutzlose Verräter. Das, so weit gehe ich in meiner Sprachwahl nicht, aber dass das Meinungsklima in Zentral- und Osteuropa immer weiter weg von österreichischen Neutralismus und Deutschen, wir liefern keine Panzer, weil das ist ja quasi das Äquivalent, diese Leopard-Debatte in Deutschland, ja, dass man eben zwar Geld liefert und eigentlich auch, die Deutschen liefern ja Rüstungsgüter eigentlich ziemlich viel in Wirklichkeit, aber nicht diese hochsymbolhaften und hochwirksamen Leopard-Panzer und verhindern das auch in den anderen 12 Ländern, wo sie exportiert haben. Und das Äquivalent ist eben Österreich, zwar weniger wichtig, aber eben auch in Wirklichkeit an der Seite, in der wichtigsten Frage unserer Zeit. Und bitte. Ich muss weg zu einem Termin. Wir telefonieren ja dann nochmal. Herzlichen Dank für die Möglichkeit. Und wenn Sie Zeit haben, noch einmal mit Herrn Eichinger noch kurz. Ja, genau. Ich gehe und verabschiede mich noch. Kollegin, dass Sie am Bild, wenn Sie fertig sind. Herzlichen Dank. Danke. Danke. Ich muss eher ein bisschen auf die Zeit schauen, aber ich muss noch einen Aspekt fragen, nämlich Stichwort Bundesheer. Jetzt haben Sie das erwähnt, dass diese Reform zum Teil wieder zurückgenommen wurde. Die Details kann ich nicht beurteilen, will ja gar nicht eingehen. Es ist nur ein Skandal, dass man nach 4 Monaten draufkommt, dass man die interne Umstrukturierung sozusagen so deppert gemacht hat, dass es nicht funktioniert.
Also das hätte vorher schon irgendwer wissen müssen eigentlich. Das stimmt. Okay. Wenn man jetzt das mit der NATO sozusagen annimmt, dann würde das auch dazu führen, dass wir unser Verteidigungsbudget auch entsprechend anheben müssten, oder? Weil wir kommen jetzt dann auf 0,5 oder 0,6 oder irgendwas, oder? 0,7 sind wir aktuell und wir haben angekündigt, jetzt ist die Regierung hat angekündigt, 2026 auf 1,5 zu kommen. 1,5. Und ist das NATO-Ziel? 2. 2. 2, gut. Genau, so. Das würde also schon einmal heißen, dass man quasi nochmal die Hälfte praktisch, naja, oder ein Drittel nochmal drauflegen müsste. Naja, diese 2% sind nicht der absolute Benchmark. Ja. Es ist so, dass wenn man 1,5 hat, dann ist man schon in guter Gesellschaft hier in der Mitte der EU-Staaten. Und Deutschland hat ja quasi 1,5 jetzt gehabt und jetzt mittlerweile. Also ob man nochmal 0,5%. Mit den jetzt angekündigten Investitionen, das ist wirklich erstaunlich geradezu, aber den schon, muss man ja sagen. Dann könnte das auch, da ist sich in diese Reihe, sozusagen, was ich zuerst da mit der Mond und so, und die Saison Office, dann wären wir ja sozusagen NATO-fähig vom ja, Budget. Ja, so, danke für den Ausdruck, ja genau. Also, ja. Oder ist das ein purer Zufall? Nein, das wird natürlich auch so gesehen, ja. Also da bin ich sicher. Die Vorbereitungen laufen schon. Weil auch wenn wir uns, ich nehme an, dass die Gespräche so laufen, da wird erklärt den Ansprechpartnern und die österreichische Politik ist da unter Druck ihrer europäischen Freunde. Weil die werden natürlich gefragt, natürlich reden Politiker miteinander, die treffen sie, fragen warum. Und dann wird Österreich natürlich gefragt, da können sie nicht zumindest budgetmäßig mit. Weil die Ausrede ist ja immer Neutralität und dann wird es erklärt, dass sie Angst davor haben, dass die FPÖ stärker wird. Und das ist natürlich schon ein Argument, das wird dann in Deutschland ernst genommen und in anderen Ländern dann sagen die, okay, ja gut, meinetwegen, müsst ihr nicht, aber macht es zumindest finanziell mehr. Gut, aber sozusagen, in Wahrheit müsste man ja sagen, wenn man neutral ist, dann muss man umso mehr ausgeben, wenn man alles allein machen muss. Das ist ja lächerlich zu sagen. Ja. Dann kommen wir mit weniger aus. Aber ich habe deswegen auch diese Statistik hier, Irland neutral, ja. Malta neutral, Österreich neutral. Die drei niedrigsten von allen EU-Ländern. Ja. Ist ja kein Zufall. Weil Neutralität ist ja von uns nicht so gelebt worden, dass wir besonders quasi sicher sein wollten, auf uns selbst gestellt, ja, sondern wir haben gesagt... Das verstehe ich ja noch, da bin ich ja sozusagen am Rande des Nordatlantiks, also jetzt vom Russen noch nicht so ein Problem. Hingegen bei den Balten, da ist ja das vollkommen klar, bei den Finnen jetzt, das ist ja vollkommen klar, wenn wir direkt die Grenze haben. Ich sage aber, Solidarität in Europa gehört eben dazu, wenn die Malteser sehr viele Probleme mit Flüchtlingen haben, sollten wir ihnen helfen. Ja, die Esten ja, haben, ja. Ich meine, sind wir gemeinsam oder aber, nicht? Aber, ich meine, es gibt keine Dankbarkeit. Jetzt sage ich Ihnen ein Beispiel. Vor ein paar Jahren, wie das mit der Ukraine eben noch nicht war, sondern nur die Frage war, wird sich das Land eher dorthin oder dorthin orientieren. Da hat es jetzt keine richtige Fluchtbewegung gegeben aus der Ukraine, aber sehr wohl. Ganz viele aus verwandtschaftlichen und sozusagen sprachlichen Gründen, weil das halt relativ ähnlich ist, sind die halt von der Ukraine nach Polen und ungefähr 1 Million Ukrainer waren schon in Polen, natürlich ja. Haben die keinen Flüchtlingsstatus gehabt und auf EU-Ebene ist parallel, sind die Polen immer hingestellt worden, als würden sie überhaupt nie irgendjemanden aufnehmen. Also das ist... Das war eine total ungerechte Möglichkeit. Das ist absolut ungerecht, ja. Also Sie meinen nach 2014, nach der Anfang des Kriegs, in Donbass-Krieg, ja. Ja genau, die haben recht mit den Zahlen. Ich war da sehr aktiv in der Debatte. Es sind 1 Million Leute, ungefähr, die schon... Das ist nicht wenig. Das ist schon eine Menge. Jetzt ist es nochmal potenziert, das ist eh klar. Aber jetzt sind es nochmal, glaube ich, 3,5 Millionen mehr, ja, aber es war die ganze Zeit schon... Und da war die Behandlung der Ukrainer ganz anders. Weil bei uns haben wir kaum Ukrainer gehabt von 2014 bis 2022, weil wir eben die ganz wie Drittstaatenangehörige behandelt haben. Ja. Die haben keine Arbeitsgenehmigung oder keinen Aufenthaltstitel gekriegt oder total schwierig gemein war das. Während die Polen gesagt haben, okay, ihr seid jetzt da, es ist Krieg, ja, 2014 schon, und ihr kriegt Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung sofort. Die haben alle legal dort arbeiten können. Und das war total wirklicher Wirtschaftsfaktor. Ich bin ja an sich Wirtschaftsexperte für die Ukraine quasi die letzten Jahre gewesen. Es war wirklich, wirklich ein wichtiger Faktor für die Westukraine, weil die ganzen Leute dort gearbeitet haben und dann quasi Geld zurückgeschickt haben. Da geht es um Milliarden dann, die zurückgeschickt haben, weil sie legal arbeiten haben können. Und bei uns
hat man so gemacht, und ich war ja selbst dann, das kann ich aus meinem persönlichen Erlebnis nur schildern, wo ich 2016 in die Ukraine gekommen bin als Österreicher. Ich war ja vorher in Kosovo, Albanien und Mazedonien. Und da war ich immer total populär als Österreicher. Ist man dort wirklich populär, da historisch, geschichtlich. Besser als der Deutsche. Ja, eben, und das ist ja Österreich. Und die, in der Ukraine haben mich die gefragt, der Taxifahrer und der Politiker, und was im Vierter ist, ja, warum wir mit Russland sind, warum wir nichts machen. Und da ist Cut gewesen, da war kein Zugang, kein privilegierter Zugang, kein Sympathiebonus. Da war die ganze Zeit nur negativ, warum wir mit Russland sind und warum wir da diese Oligarchen verstecken und warum ihr Geld schon dort ist. Das war wirklich, und die österreichische Ukraine-Politik von 14 bis 22, das gehört auch noch ordentlich aufgearbeitet. Was da passiert ist, war absolut nicht in Ordnung. Aber der letzte Punkt ist, wenn man das so betrachtet, dann ist ja schon die Frage, warum international die Reaktion auf diese Krim-Geschichte damals nicht stärker, massiver, robuster ausgefallen ist. War das ein Unvermögen oder hat die NATO das Risiko nicht gesehen? Weil, wenn man jetzt vergangen, wenn man ziemlich genau ein Jahr zurückschaut, den Herbst vergangenen Jahres, dann haben die Amerikaner schon immer gesagt, es wird jetzt bald losgehen. Und zwar öffentlich. Und jemand dachte, das gibt es überhaupt nicht. Das kann ja nicht wahr sein. Aber es hat alles gestimmt diesmal. Es hat alles gestimmt. Also, das hätte ich echt nicht für möglich gehalten. Aber ja, also, ich auch nicht. Sozusagen. Nein, aber es hat also eigentlich kaum jemand für Möglichkeiten so richtig. Ja. Aber es hat alles gestimmt, was die Amerikaner gesagt haben letzten Jahr. Absolut. Das ist, ja. Und die Amerikaner haben sich da konsequent korrekt verhalten, haben defensiv deeskalierend gewirkt im Truppenaufbau. Ja. Ich erinnere, da hat es den beiden Summit gegeben im Juni in Genf mit Putin. Mhm. Und da waren ja schon die Truppen an der russischen ukrainischen Grenze mobilisiert. Und die Amerikaner versucht die ganze Zeit defensiv vorsichtig, ja, und dann eben das, die Öffentlichkeit zu involvieren. Ich habe es auch nicht geglaubt. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. Ich dachte, das ist schwerstens übertrieben und die meinen da und ich bin im Februar nur nach Mariupol gefahren und habe mit meiner NATO-Flagge einen Protest gemacht und EU-Flagge. Da bin ich auch noch hingefahren, aber ich habe mir schon gedacht, dass er Mariupol angreift, weil da hat er persönliche Rachegefühle gehabt. Weil Mariupol, die Mitarbeiter von dem Stahlwerk, das er jetzt zerstört hat, der Putin eben, hat eben damals, das waren die Mitarbeiter, die waren der Grund, warum er Mariupol nicht einnehmen hat können. Und da hat er wirklich Wut gehabt. Also die wollte er haben. Aber dass er sich dann noch vertut und da in Kiew da und die ganze Ukraine erobern will, das war eh, ich meine, insofern ja, aber, ich meine, was total unrealistisch. Es kann ja gar nichts rauskommen, außer dass die Ukraine Teile ihres Landes aufgeben wird müssen, oder? Das ist ja alles andere, ist ja vollkommen unrealistisch. Nein, glauben Sie, dass man den Russen aus der Krim wieder zurückdrängt? Nein, also. In der Ostukraine da vielleicht ein bisschen, aber. Also mein Vorschlag ist, habe ich auch als Leiter, ich vergleiche die Ukraine immer mit Deutschland im Kalten Krieg und die Ukraine ist jetzt das neue Deutschland. Deutschland war geteilt, die Ukraine ist geteilt seit 2014. Es will niemand wahrhaben und es ist nicht, aber man muss die Ukraine Sicherheit geben und man muss natürlich, ich bin für den NATO-Beitritt nach dem Vorbild der BRD und das ist ja meine Hoffnung oder mein Vorschlag immer, den ich da jetzt bringe. Wir müssen den Krieg beenden durch den NATO-Beitritt der Ukraine. Und das ist ganz logisch, wie das laufen kann. Das heißt, die Ukraine wird unterstützt zur Rückeroberung aller Gebiete bis zum 24. Februar. Das heißt, Krim wird weiterhin russisch besetzt bleiben und auch Ost-Donbass. Da gibt es auch einen menschlichen Grund dafür. Das ist zwar nicht, was die Ukrainer wollen, aber wo? So. Erstens, und das hat sich ja durch 8 Jahre jetzt mittlerweile schon etabliert. Ja? Also so furchtbar dieses Regime speziell im Ost-Donbass ist. Also die haben dort Folterkeller und totale Horrorregime. Aber es ist so, dass ja viele Leute, die dort nicht leben wollten, sind schon weg, entweder in Russland oder in der Ukraine. Also es ist so, der Weg zum Frieden ist die NATO-Mitgliedschaft der geteilten Ukraine. Und ich hoffe, dass die Amerikaner jetzt, nachdem der Biden jetzt zumindest den Senat behalten hat, den Mut aufbringen, diese schwierige Debatte zu führen. Das ist natürlich schon eine Eskalationsstufe dann sozusagen auf internationaler Ebene, oder? Wenn ich jetzt ein kriegführendes Land gegen meinen Hauptfeind
in einem Verteidigungskrieg sich befinden, soll man das wahrscheinlich richtig sagen? Ja. Wenn die aufnehmen, also das ist natürlich schon... Nein, ich sehe es nicht als Eskalation, sondern als Kriegsende. Ja. Weil wir unterstützen, jetzt wird ja, er weiter... Dann würde der russische Bär sich aber in einen Winterschlaf zurückziehen. Nein, er... Und er hat ja mehr oder weniger, wir werden es zwar nie anerkennen, also ich bin ja, in keiner Weise für die Anerkennung. Er hat mehr, wir werden nicht die Ukraine unterstützen, die Krim zurückzuerobern. Wir werden nicht die Ukraine unterstützen, den Donbass zurückzuerobern, militärisch, sondern es wird politisch passieren müssen, in den nächsten Jahrzehnten. Ja. Irgendwann wird es vielleicht zu einer Krise kommen in Russland wie 1991 und dann wird die Frage stellen, ob dort ein Referendum stattfindet. Die können dann eben ein Referendum machen und dann wieder zurückkommen. Ja, das ist sozusagen die andere Hoffnung. Aber das kann nur passieren, wenn man der Ukraine die Sicherheit gibt, dass sie nie wieder überfallen wird, dadurch, dass sie in der NATO ist. Dazu müssen wir die Debatte über die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine in Amerika, in Deutschland, in Frankreich gewinnen. Und nach dem Vorbild der BRD. Und ich erinnere, die BRD-NATO-Mitgliedschaft war total unpopulär, überall auf der Welt. Also es war eine total schwierige Debatte 1955 und die Franzosen waren total dagegen. Und es waren auch viele in Deutschland dagegen, weil die gesagt haben, ja, war damit... Das schon 55 war das. So, okay. Und wo ist da passiert? Der Koreakrieg ist verloren gegangen. Für die Russen de facto. Und sie haben dann versucht, Neutralität zu promoten. Die Sozialdemokraten waren damals für die Neutralität Deutschlands und Österreichs. Und die Amerikaner und die Christdemokraten waren, und der Adenauer war für den NATO-Beitritt. Aber er war der Vorwurf, und ist natürlich immer, dass er verhindert die Einheit. Weil davor, das wird jetzt auch kommen, der Putin wird quasi anbieten, das hat er jetzt noch nicht angeboten, aber es ist eine Möglichkeit, dass eben Einheit für Neutralität. Was macht man dann? Dann würden wahrscheinlich viele in der Ukraine auch wieder. Das wäre eine Falle für die Ukraine. So sehe ich das, ja, genau so sehe ich das. Und davor habe ich schon immer gewarnt, die letzten Jahre in meiner Tätigkeit in der Ukraine. Aber ich sehe, aber natürlich ist es verlockend, ist zu sagen, wir erobern alles zurück. Das wäre, also meine ukrainischen Freunde wollen alles zurückerobern. Aber wollen wir das? Ist das im westlichen Interesse? Ist es nicht besser, wenn wir sagen, wir haben jetzt nur die Unterstützung für Mariupol, wo ein richtiger Genozid passiert ist? Also das sind schreckliche, da sind Zehntausende von Leuten umgebracht worden von den Russen. Die Dimension wird erst richtig bekannt werden, wenn das wieder frei ist. Aber die Idee wäre eben, das ist mein Lösungsvorschlag, eine große NATO-Erweiterung mit der Ukraine inklusive jetzt schnell im Frühjahr 2023 als Teil des Waffenstillstands. Weil ansonsten, das Szenario möchte ich auch noch kurz ausführen, es ist so, also ökonomisch, militärisch und von ihrer Logistikfähigkeit, solange wir die Ukraine finanziell unterstützen, haben die den Willen und die Möglichkeiten, den Krieg sehr lange durchzuführen. Also ohne NATO-Mitgliedschaft denke ich, dass es nur ein jahrelanger Krieg sein wird, der de facto nie enden wird. Ja, sicher. Das ist weil die haben beide die Möglichkeiten und den Willen. Die Russen haben zwar mehr Probleme, als sie dachten, aber die berichten auch noch nicht gleich. Nein, die Russland wird jetzt nicht morgen, nein, das wäre schön, das würde ja. Ja, ich wünsche mir es jeden Tag. Aber ja, das andere, dass man was kommt nach Putin, das ist zwar vielleicht eine Hoffnung, aber das weiß keiner, wann das eintritt, weil der ist unter Anführungszeichen erst 70, der kann ja nur 10 Jahre sein. Ja. Theoretisch. Also. Der hat gute Ärzte. Ja. Und also, ich mein, auf den passen sie gut auf. Also die Idee... Sagen, also ich meine, da hat man ja schon andere sowjetische oder russische Führer gehabt, wo man sich fragen müssen, was machen die Kaspern eigentlich, aber ja. Ich meine, die Möglichkeit mit Putin, kurz aus Interesse, wenn Sie vergleicht das immer mit dem Fall von Milosevic, der hat den Krieg verloren, 1999, und ist dann ein Jahr später, hat er ja auch Wahlen machen müssen. Die hat er da war er schon so unbeliebt, dass er dann die Manipulation zu so einem Level heben hat müssen, dass dann einen Aufstand geben hat in Serbien am 5. Oktober 2000. Und die Parallelität ist möglich, zumindest 2024, die nächsten Präsidentschaftswahlen, das werden dann die fünften sein, das ist eh schon an sich fragwürdig. Und dann muss er natürlich nach einem verlorenen Krieg mit diesen ganzen Mobilisierungskrisen dann sehr viel Manipulation machen. Das wird er dann auch sicher wiedergewählt. Aber dann könnte es schon der Möglichkeit der Punkt sein, wo man sagt, Aufstand ja, oder nicht. Ja. Aber darauf wird er sich auch vorbereiten. Gut. Danke, das war lieb von Ihnen. Ich sage nur einmal herzlichen Dank.